herzlich willkommen, liebe Sky Monkey Fans. Heute sind wir hier bei uns in Dierdorf auf dem Flugplatz und ich habe den Leutnant hier. Der Leutnant ist mit seinem Dienst-Kfz hier und wir arbeiten heute gemeinsam an der Tarragon, machen da noch ein paar kleine Änderungen und die Dierdorfer Flugzeugwerke sind hier voll am Workeln. Also, es geht weiter. Jetzt machen wir erstmal Runway-Check. Ja, wir müssen erstmal die Runway checken, ob hier Steine oder irgendwelche toten Tiere oder sowas umliegen. Deswegen müssen wir jetzt das ganze Safety First alles abprüfen. Safety First oder wie Amboss zu sagen pflegt, Safety First. Safety First. Was ich sagen kann, ja, das ist halt so, wie es sein sollte für die Sky Monkeys. Wir fahren und fliegen selbstverständlich standesgemäß, weil ja, wir genießen schon irgendwo. Das ist korrekt, Flug. Und man kann auch dazu sagen, it's all about speed. Schon mal locker hier und an der Wand. Ja, wir waren schon mal bei V1. Rotate. Kurz vorm, das war kurz vorm Überschallknall. Hey, sau cool. Ich glaube, das ist für einige Auslieferungen ist genau das richtige Vehikel. Für wenn man ganz schnell einen Big Quad braucht. Wir sind jetzt hier dran, momentan bei uns die Halle platzt aus allen Nähten mit Edel-ULs und heute bin ich hier dran an der Tarragon und ich will jetzt heute eigentlich die Kraftstoffpumpen, ich habe die original ausgebaut, das sind die vom 914er, so ein Sammelsurium von Baumarktschellen und da kommen jetzt unsere Edge-Pumpen rein und der Benefit ist, die Pumpen sind leichter und haben einen höheren Druck. Weil wir den ganzen Motor hier oder den ganzen Flieger umbauen auf den Edge Performance STI Motor mit 160 PS in dem Fall. Und ja, da müssen wir in dieses wunderschöne Flugzeug, was qualitativ sehr hochwertig gearbeitet ist. Also wir reden da von vernünftigen Aluminium, Benzinleitungen, die da drin eingebaut sind, die beschriftet sind, farblich gekennzeichnet sind, damit man weiß, was was ist. Das ist alles richtig gut gemacht. Aber es ist trotzdem immer noch ein Haufen Arbeit. Aber es geht voran. Meine Leute, sie sind hier alle am Arbeiten wie die Bekloppten. Und ja, hier packt der Chef selber noch mit an, weil anders geht's nicht. Deshalb tauche ich jetzt mal da runter rein und guck mal, dass ich die Kabel verlängere erstmal. So, hier bei der Tarragon ist das so, das Flugzeug ist ein Carbon-Monocoque. Das heißt, man kommt überhaupt nicht von oben dran an die ganzen Sachen. Dafür können wir aber hier unten im Belly abschrauben und haben die Möglichkeit, hier vernünftig dran zu arbeiten. Gib mir mal die Kamera, dann nehme ich die Leute mal gerade mit dort runter. So, ich mache mal hier euch Licht. Also man sieht das schon. Das hier ist schon kein UL mehr in dem Sinne, sondern das hier ist schon besser als manche Echo verarbeitet. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber es ist halt wirklich total eng. Wenn man da mal reinguckt, ich hoffe, ihr seht das. Und da drinnen muss ich jetzt arbeiten. Das ist schön, macht Spaß. So, jetzt gibt es erstmal Futter für die Mannschaft und ich habe die Burger so lange, bis sie jetzt den Tisch draußen haben, erst nochmal auf die Warmhalteplatte gestellt. Damit die frischen Burger auch warm verzehrt werden können. So, Kameraden, das war ein kleiner Einblick in den Baufortschritt und ein kleiner Einblick in den Bauch, in die Eingeweide. Hallo. Der Tarragon. Gut, dass ich mit dem Schädel reinpasse. In den vorderen Fahrwerksschacht. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. If you can't beat them, join them. It's just the way I feel about you, baby.